Ja, und was gehört zu einer guten Küche? Natürlich die richtige Front. Aber es wird halt immer mehr wieder der zentrale Mittelpunkt der Familie. Nicht jeder hat den gleichen Raum, nicht jeder hat die gleichen Lichtverhältnisse. Also man kann mit einer Front einen Raum total zumachen. In einem riesengroßen Repertoire an Farben, was ich habe, welche passt denn jetzt da überhaupt rein? Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von? Küche gut. Ja, und was gehört zu einer guten Küche? Natürlich die richtige Front. Nein, nicht die richtige Front, die passende Front. Die passende Front, Entschuldigung. Und darum soll es auch in diesem Video gehen, denn wir klären auf, wie findet man oder wie findet ihr die zu euch passende Front. Richtig? Richtig. Sehr gut. Ja. Was ist nur oder was passiert im Planungsprozess bezüglich der Fronten? Zum einen machen wir ja eine sehr ausführliche Bedarfsanalyse, wo der Kunde seine Vorstellung äußert. Und was ist dann unsere Erfahrung raus? Wir müssen ein bisschen anders anfangen. Also es ist ja häufig so, dass uns ja die Kunden Fotos zusenden oder das ein oder andere. Ich ja auch schon vorab, bevor du überhaupt die Bedarfsanalyse hast oder machst, ich frage, wie die Raumverhältnisse sind. Na, du machst schon eine Mini-Bedarfsanalyse beim Erstkontakt. Sehr häufig, genau, nicht immer, aber tatsächlich sehr häufig, je nachdem, wie es dich anbietet. Und du hinterfragst dir das eine oder andere tatsächlich in der Bedarfsanalyse. Und es ist halt unglaublich wichtig, tatsächlich das von der Bedarfsanalyse in die Bemusterung einfließen zu lassen, das, was du erfragt hast, das, was wir gesehen haben anhand von Fotos, wie der Raum wirkt. Weil das ist ja total essentiell, weil nicht jeder hat den gleichen Raum, nicht jeder hat die gleichen Lichtverhältnisse, nicht jeder hat den gleichen Boden, sehr vermessen, und nicht jeder hat die gleiche Wand und nicht jeder hat die gleiche Vorstellung von dem, was er gerne hätte. Genau, also zum einen haben wir ja die Vorstellung des Kunden, genau. Wie auch immer die entsteht. Meistens ist es ja, ich habe eine Küche gesehen bei Freunden, bei Bekannten, ich war unterwegs, habe eine Küche im Möbelhaus oder im Küchenstudio gesehen, die mir gefallen hat. Oder halt Katalogbilder oder halt über soziale Medien, Instagram, Pinterest. Das ist genau. Ja quasi mehr und mehr auf dem Vormarsch, ja. Wo sich halt die Vorstellung des Kunden bildet. Genau. Und dann kommen wir mit unseren Fragen bezüglich der Räumlichkeit. Einmal klar, wie ist der Raum geschnitten? Ja. Dann, was du super angesprochen hast, die Lichtverhältnisse. Ja. Wo natürlich nicht nur die Fenstergröße entscheidend ist, sondern wie sind die Fenster angeordnet, welche Himmelsrichtung und was steht vor den Fenstern. Genau. Stehen Mehrfamilienhäuser in der Nähe, stehen Bäume, hohe Bäume, ja. Vor den Fenstern. Wie viel ist der Lichtkegel? Also wie viel Licht kommt? Daraus ergibt sich der Lichtkegel, ne? Genau. Und da sind wir ja schon sozusagen so, ne, in der Bedarfsanalyse bei dir bei Telefon können Sie Ihre Erwartungshaltung kommunizieren. Genau. Und bei der Bemusterung treffen Sie das erste Mal mehr oder weniger manchmal knallhart auf die Realität. Das ist ja. Sozusagen nicht immer kompatibel miteinander ist. Das sage ich auch immer. Wobei das Ende der Bemusterung ja dann immer sehr gut ausgeht und ein großer Aha-Effekt da, genau. Ist. Beziehungsweise der Aha-Effekt dann kommt, wenn die ausgewählte Front oder die ausgewählten Fronten dann beim Kunden tatsächlich zu Hause sind. Richtig, ja. Weil die Lichtverhältnisse bei uns im Studio und auch in anderen Studios ganz andere sind als beim Kunden zu Hause. Naja, wir machen das ja, also du und ich, sehr häufig in Kombination, wenn es gut passt. Wenn wir tatsächlich das zeitliche Kontingent haben, gucken wir in verschiedenen Ebenen, mal dunkel, mal hell. Wir gehen mal in die Ecke, mal in jene Ecke, weil es uns einfach gezeigt hat, wie wichtig das ist und zu sehen, wie Fronten sich verändern. Was uns immer keiner glauben mag, ja, sondern das ist kein Steno, sondern das ist tatsächlich, ne, bei Licht wirkt die Küche nochmal oder die Fronten nochmal ganz anders. Ja, wir gucken bei Tageslicht, genau. Wir gucken bei künstlichem Licht, ja. Dort auf kaltes Licht, warmes Licht. Also so wie, ja. Halt wirklich sich die Lichtverhältnisse im Raum auch tagsüber und Jahreszeiten, ja. Verändern. Ja, weil letztendlich geht es ja auch so darum, die Küche steht ja auch zu Hause. Wir haben dummerweise in Deutschland immer noch Jahreszeiten, die sind etwas dunkler. Es gibt Jahreszeiten, die sind etwas heller, das sage ich auch immer den Leuten. Noch ist das so, ja. Ja, noch ist das so. Und ich mag ja auch morgens sozusagen, wenn ich das Licht anmache, meine Küche nicht sagen, oh scheiße, mach das Licht aus, ja, ich kann meine Küche nicht mehr sehen. Ne? Oder das wäre schlecht. Ja, das kann ich beim Mann machen, ja, nicht so, wie ich sage, oh Gottes Willen, wo ist der Alkohol? Nein, Spann. Aber drum stehe ich später auf. Aber das ist tatsächlich das eins, wo ich,
wo wir dann auch wirklich sagen, eine Küche ist morgens mit einer der ersten Räume, die ich betrete und mit einer der letzten Räume, die ich verlasse. Bevor ich ins Bett gehe. Richtig. Und die mag ich mir natürlich gerne ansehen können. Ne? Nicht nur eine Küche. Ja, auch wohlfühlen. Also ist ja nicht nur das optisch, das Ansehen, sondern halt auch das Wohlfühlen. Und die meisten Küchen sind ja heutzutage Wohnküchen. Ja. Ne? Auch wenn es separate Räume sind, ist ja immer das Thema, kommt ein Sitzplatz rein, also wo die Leute halt verweilen oder wo halt zusammengekocht wird. Ja. Ne? Also ist ja wirklich über die Jahre ein Familienmittelpunkt geworden. Mhm. War früher so, und wird auch wieder so. Ne? Und wie gesagt, die Grundrisse ändern sich in Neubauten. Ja. In Bestandsimmobilien ist halt ein bisschen anders. Aber es wird halt immer mehr wieder der zentrale Mittelpunkt der Familie. Und daher ist es ja auch so wichtig, dass tatsächlich die Front auch wirklich also dem Raum schmeichelt. Ne? Also man kann mit einer Front einen Raum total zumachen. Ne? Aber dass tatsächlich dann sozusagen wirklich man das Gefühl hat, da kommen die Wände auf einen zu, weil die wirklich den Raum jegliches Art von Licht wegnehmen, wegschlucken, ne? Also wirklich richtig zumachen. Genau, da hat man jetzt auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie wirkt eine glänzende Front, wie wirkt eine matte Front, welche Räume sind für welche Front geeignet. Ja. Ne? Und dann spielt natürlich auch rein, wie sind die Verhältnisse, wie werden die Wände gestaltet, wie werden die Böden gestaltet. Weil natürlich bei einer glänzenden Front nimmt die im Unterschrankbereich natürlich auch den Boden auf. Ja, ne, also tatsächlich ist es so, dass man wirklich, und da bin ich ja sozusagen jemand, der wirklich guckt und sagt, was passt zu wem, wie. Ne, also das ist tatsächlich intuitiv und Intuition kann man wenig beschreiben. Ja, also sehr häufig ist es einfach so, wenn ich einen Raum sehe und ich sehe die Person dazu, dann kann ich mir das sehr wohl in meiner, ne, für mich, in meiner Welt mir vorstellen, wie da drin im Prinzip das Leben stattfinden soll. Ja, und wie die Fronten wirkt. Ja, und wenn hier jemand, und das ist ja auch genau der Ansinn, warum ich in ein Küchenfachstudio gehe, zu sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und ich brauche da jemand, der mir hilft. Auf der Reise hilft. Genau, mich unterstützt und sagt, komm, ne, irgendwie ne, in einem riesengroßen Repertoire an Farben, was ich habe, welche passt denn jetzt da überhaupt rein? Ne? Mhm. Und wie du schon sagst, wenn ich das dann bei Pinterest sehe oder wenn ich das irgendwas sozusagen dann sehe im Katalog. Sind ganz schlimm, weil die sind Photoshop verseucht. Genau. Also, ist nie böse gemeint, aber dort werden die Küchen im Fotostudio aufgenommen. Ja. Dann wird noch extrem nachbearbeitet, dass natürlich wirklich die Farben richtig zur Geltung kommen. Und wir wissen das halt von den blauen und von den grünen Fronten. Ne, die sind auf den Fotos, ist das halt wirklich eine satte Farbe. Ja. Und hat man die Fronten dann in der Hand, selbst bei uns im Studio, kippen die ganz schnell ins Dunkle, ins Schwarze. Ja. Ne, und dann habe ich von der Farbe nichts mehr. So, und wenn ich jetzt in Räume komme, wo schlechte Lichtverhältnisse sind, habe ich auf einmal aus einer grünen oder blauen Front, mache ich eine schwarze. Nein, aber manche Fronten passen auch einfach gar nicht in den Raum. Also sie passen einfach nicht rein. Also, ne, also die passen auch nicht zu den Menschen. Die passen auch nicht zu den Menschen, die passen einfach nicht rein. Und dann kann natürlich jetzt gut die Frage aufkommen, naja, nach was ermissten ihr das mit passen? Ja, das ist eine Intuition. Ich sehe den Menschen. Bei dir ist es Intuition, Gefühl. Bei mir ist es Intuition, ein Gefühl, wo wir in einem oder anderen Video, hast du es ja auch schon gesagt, ne, wo ich dann einfach die Leute sehe und sage, ne, ich sehe vorab den Raum ein Stück weit. Manchmal sehe ich auch gar nicht den Raum, sondern ich höre nur Stimmen und dann hörst du Nuancen mitfließen. Ne? Und dann hörst du im Prinzip, also ich... Also du liest zwischen den Zeilen, das mal ein bisschen greifbarer so, genau, zu machen. Also ich merke dann, ist was Warmes, ist es was Kaltes, wo geht es hin? Ne? Und, wie sind die Menschen unterwegs? Genau. Na, und wie agieren die da herinnen? Und wo sind so die Wohlfühldinge? Ne? Und in der Küche, und das hast du ja auch schon gesagt, ist tatsächlich mittlerweile nicht nur die reine Küche, sondern das ist wirklich Essbereich. Da spielt sich bei ganz, ganz vielen das Hauptleben ab, wo Hausaufgaben drin gemacht werden, wo die eine sagt, ne, da wird gearbeitet, ich benutze das Küche gleichermaßen als Arbeitsraum, ne, durch Homeoffice. Oder ne, wir haben viele Freunde zu Besuch, ne, wo wir da sagen, okay, also ist es ein Ort, wie du schon sagst, des Verweilens, ne? Wie
man früher in Kneipen gegangen ist, so sind viele Dinge halt einfach zu Hause. Und du warst halt auch in Kneipen, wo du dich wohl gefühlt hast, ne? Wo du einfach gesagt hast, boah, ist cool, ne? Das ist alles total stimmig und das passt. Und so dann sollte es auch sein. Gehst du gern hin. Genau. Weil du dich wohlfühlst. Ja. Ja. Ja, und es ist ja oftmals so, also wie gesagt, in der einen Bemusterung, die Küchentore sind ja online, ja, mit grünen Hängeschränken, grünen Hochschränken und den cremefarbenen Unterschränken. Das Video kann man natürlich gern verlinken. Ja. War es halt wirklich so, dass die Bemusterung am Ende 3 Stunden gedauert hat und ich nach 2 Stunden gesagt habe, ich bin raus. Weil die Kunden sind auf ihre Vorstellung, weiße Küche mit Holzakzenten, hart geblieben. Und Katrin hat wirklich so lange gekämpft, 3 Stunden, bis die Kunden... Also ich habe so lange gekämpft? Genau, du hast so lange gekämpft, bis halt wirklich die Kunden gesagt haben, ja, wir nehmen die Fronten so mit, wir gucken uns das zu Hause an und haben sich dann auf den Prozess eingelassen. Und nachdem die Küche steht, sind die unglaublich dankbar. Ja. Für die Konsequenz, Beharrlichkeit. Ja, wir haben ja auch jüngst jetzt ein Beispiel. Das war, da warst du jetzt erst vor kurzem zum Aufmaß. Ich habe die Stimme nur gehört am Telefon. Ich habe weder Raum noch irgendwas gesehen. Und in diesem Moment kam ein Impuls. Das ist die Karamell. Die braucht Karamell. Ja? Und dann warst du beim Aufmaß. Also Karamell, die Front, die neue Front, eine Softlandfront. Und dazu eine kupferfarbene Arbeitsplatte. Ja. Und ja, ich war bei der Bemusterung, habe so meine Taschen da dabei, ne, komme in den Raum oder in beide Räume, die zu einem Raum zusammenschmelzen, also das Esszimmer und Küche werden ein Raum. Da haben wir ja dann wieder das Thema Kommunikation und das Esszimmer ist schon so weit hergerichtet, was halt einen leichten Beige-Ton im Giebel hat und die beiden Seiten sind schon mit Lehmputz und der Lehmputz auch schon so weit gestrichen im Farbton Karamell. Und die eine Wand hat noch eine sichtbare Ziegelwand, wo die Ziegel halt auch rot sind und quasi farbgleich der Kupferoxid-Arbeitsplatte. Und wo dann die Kundin auch schon gesagt hat, ob die Katrin hellseherische Fähigkeiten hat, weil das halt wirklich genau die Fronten waren. Oder halt auch die Berliner Küchenplanung mit, wir wollen eine sandfarbene Front haben und da auch total beharrlich waren. Und die Kunden sagen, das ist nicht ihre Front, es ist weiß Hochglanz. Und die Kunden haben beide Fronten mitgenommen und nächsten Tag kam der Anruf. Woher kennen Sie unsere Küche? Woher haben Sie gewusst, dass die weiße Front passt und die sandfarbene Front überhaupt nicht passt? Naja, das ist tatsächlich, ich vergleiche das immer sehr gerne wirklich mit, so blöd es klingt, aber mit Leuten, die sich ein Hochzeitskleid aussuchen. Ne? Es gibt Läden, da weiß die Verkäuferin, ne, wenn sie diejenige Person sieht, welches Kleid ihr schmeichelt. Ja? Und so ähnlich ist das auch. Ja? Oder wenn die Leute auf die Reise sind nach einem Wohnzimmer oder nach einem Farbkonzept und wenn man da wirklich jemanden hat, hat ja auch eine Kundin sehr, sehr nett formuliert, dass es ja für uns kein Beruf ist, sondern wirklich eine Berufung ist. Eine Berufung, genau. Weil wir darin ja völlig aufgehen. Und wenn du dann auch solche Menschen triffst, der ein Stück weit entweder deinen Raum oder dich ne, stylt oder wie auch immer und tut und macht, und wo du denkst, so, boah, woher wusste er das? Ja? Ist das einfach, weil ich in der Hinsicht für mich das in der Gänze einfach fließen lasse, wieder was da an, ne, reinkommt, was an Informationen kommt, was an Informationen kommt und was sie mir auch geben, wo ich dann auch sagen kann, das ist das. Ne? Jüngst ein Beispiel, blaue Küche, beharrlich, ich will eine blaue Küche. Nein, ist keine blaue Küche. Ich habe schon 30 Jahre eine blaue Küche, ich fühle mich da drin wohl, ich möchte die. Nein, sie brauchen braun. Und? Er trägt gerne braun, er hat vieles im Braun, aber es muss dann... Es hat dann so gefühlt, also ich glaube, für den Kunden war es eine Ewigkeit, in Reel waren es so 1,5-2 Minuten. Ja, ich trage... Viel braun. In meiner Kleidung viel, viel braun. Ja. Dann bin ich bei der Bemusterung, bin ich beim Aufmaß, habe die Fronten mit, bin in der Küche, ja, die hat blaue Anteile, die sind komplett blau. Und komme dann auch nochmal ins Wohnzimmer. Ist das Wohnzimmer beige und braun. Ja. Ja, und das ist es sehr häufig. Auch manchmal rufen ja auch einfach Kunden an und sagen, guck dir doch mal die Planung an. Ne? Wo ich dann auch mir die Planung angucke und sage, es ist nicht ihrs. Es passt nicht. Es passt hinten und vorne nicht. Das ist auch von dem, was sie mir erzählt haben, das ist so konträr
das ist überhaupt nicht stimmig. Ja? Und das ist das, wo dann die Leute sagen, ich kriege Kopfschmerzen an meiner Front. Es ist nicht die Front, es ist auch nicht die Küche, ne? Sondern das Gesamtgefüge passt nicht. Es passt, es ist aus jedem Hund oder aus jedem Dorf ist ein Hund. Es ist kein Konzept. Genau, es ist kein Konzept. Es ist ein bunter Haufen, Mix. Haufen. Also im Prinzip kann man das auch vergleichen mit dem Zauberwürfel, ja, der am Anfang total bunt durcheinander ist und den man dann strukturieren darf. Ja. Genau. Aber es gibt Küchenplanungen, ist der Würfel nicht strukturiert, da bleibt halt bunt. Und ich kann auch wirklich jedem empfehlen, tatsächlich, wenn es die Möglichkeit besteht, sich die Fronten immer mitzunehmen und wirklich mit nach Hause zu nehmen. Und tatsächlich sich ein Stück weit, so hart es auch ist, sich desillusionieren zu lassen. Zu sagen, okay, ja, die Front ist wirklich schön. Das Bild an sich ist ein schönes Bild, ja. Aber es passt nicht zu mir. Das ist immer ähnlich, wenn ich zum Friseur gehe und ich sage, Uwe, bitte könntest du mir die Haare so und so schneiden? Sagt der Katrin, mach ich dir, wenn du mir den Kopf dazu bringst, ja. Das geht aber. Alla Jürgen von der Lippe. Genau. Das können wir eigentlich mal verlinken. Genau. Ist zwar nicht auf unserem Kanal, aber wir werden das einfach mal verlinken. Müsste eigentlich gehen. Aber das ist halt einfach immer so, ne? Und sehr häufig ist es halt einfach tatsächlich, ja, aber die Dinge sind dafür da, um sich Inspiration zu schaffen. Ja? Aber man darf die Realität nicht verlieren. Ideen inspirieren lassen und dann ist es halt wirklich wichtig, auf einen Küchenplaner zu treffen, der halt wirklich berät. Genau. Und nicht, dass es eine, haben ja auch schon wirklich mehrere Kunden, ne, die sich nicht kennen. Wir sind ja deutschlandweit unterwegs, ne, wo dann halt aus verschiedenen Regionen dann halt wirklich der Begriff kommt, wir möchten keine geführte Küchenplanung haben. Was bedeutet nicht, dass der Küchenplaner führt, sondern dass der Kunde führt, indem er sagt, okay, ich habe mir das im Vorfeld rausgesucht, das möchte ich haben. Und der Planer setzt halt einfach nur in den Grundriss irgendwie ein, dass da halt eine Küche drin ist. Aber das ist halt nicht die Küche des Kunden, weil die ist halt am Bedarf komplett vorbei. Genau, und die fühlen sich dann auch, das ist dann diesen Moment, wo man Bauchschmerzen bekommt. Wo man, wenn man die Küche sieht, sagt, oh, ich habe kein gutes Gefühl. Ja. Ich habe kein gutes Gefühl. Und wenn man kein gutes Gefühl hat, da haben wir ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, sollte man das tatsächlich lassen. Und ja, wie gesagt, ne, die Front ist ja das eine, sind auch die Lichtverhältnisse. Und das andere ist, eine Küche ist nur so gut, wie der Bediener sie bedient. Ne, das ist kommt auch noch so, dazu. Ist auch ein sozusagen. Aber dazu muss es natürlich auch eine Küche sein, die auf den Bediener zugeschnitten ist. Genau. Und dazu gehört das, auch eine Front. Ne? Also die Front, die Front gehört dazu. Die haben tatsächlich, also wir bei uns in der Bemusterung machen das ja so, dass ich am Anfang und du, ja, wir, das ist immer ganz nett, wir strömen dann immer aus wie ein Schwarm Bienen, was wir eigentlich gar nicht sind, aber wir strömen einmal ein Stück weit aus und gucken dann und fassen da und fassen dort, ach nee und da nicht und ach nee, das nicht und das nicht und das nicht und dann tragen wir das alles mal so zusammen. Ne? Und dann entsteht ein Dekorbild am Ende. Genau, und daraus entsteht dann das ein oder andere als Dekorbild. Also wir sind da auch sehr offen, du und ich. Ne? Also wir reiben uns auch. Also das ist ja so, ne? die den Prozess schon durchlaufen sind, wissen das. Ist manchmal auch ganz lustig oder schockierend. Keine Ahnung, wie das ist. Im ersten Moment ist es, glaube ich, für die Leute ein bisschen schockierend, wenn die denken, oh Gott, ich möchte hier keine Ehekrise ausgelöst haben. Oder befremdend. Ja, dass wir uns dann halt wirklich reiben, weil wir natürlich auch andere Herangehensweisen haben. Und aber am Ende, wie gesagt, finden wir uns. Und finden dann halt eben für die Kunden halt wirklich die passende Front. Ja, und das sind halt auch, ne, das sieht man auch gut in diesen Küchentouren, das sind halt wirklich diese absoluten individuellen Planungen. Bedarfs- und orientierungsgerecht und den Menschen angepasst. Und ne, das sage ich auch immer den Leuten am Telefon, jeder für sich ist völlig individuell. Und für mich in meinem Bacopala, also ne, in meinem Wortschatz, gibt es tatsächlich das Wort schwierig nicht. Es ist immer eine Herausforderung. Das ist herausfordernd. Genau, aber schwierig, das sozusagen. Und wir nehmen die Herausforderung gerne an. Genau, gibt es für mich so nicht, aber herausfordernd. Und Herausforderung heißt nicht, dass es unlösbar ist. Dass wir auch manchmal wir selber über fünf Ecken kopfen müssen. Das ist halt einfach so. Also von daher lässt sich wirklich sagen, dass die Bemusterung der Frontenauswahl auch hinsichtlich des Herstellers ist im Prinzip wie bei jedem Haus das Fundament. Und wenn das wackelt, dann wackelt das ganze Haus. Dann kannst du es eigentlich auch sein. Ja, du hast halt das Problem, du hast bei der Küche keinen zweiten Versuch. Eine Jeans oder ein T-Shirt. Wir können ja mal reinstellen, dann bauen wir wieder ab. Wenn das dann halt von der Farbe halt doch vergriffen ist, dann kaufe ich halt eine neue. Ja. Na, dann ist das halt so, bei der Küche ist das halt eher schwierig.
Klar, wenn es eine Mietwohnung ist, dann kann man dann doch mal vielleicht nach 5, 6 Jahren reagieren, indem man umzieht. Ja, dann ist es einem wurscht. Ne? Dann ist es dann nicht mehr ganz so, aber halt wirklich Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, wo die Küchen halt wirklich 20, 25 Jahre, manchmal sogar noch länger stehen, habe ich keinen zweiten Versuch. Ja, das muss, da muss der erste sitzen und da ist halt auch wichtig, dass man sich dort im Planungsprozess dann auch die entsprechende Zeit nimmt. Ja. Sich nicht hetzen lässt, sich selber nicht hetzt, sich dass man wirklich die Ruhe gibt und auf das eigene Bauchgefühl hört. Genau, also den Druck, der kommt selten von außen, mache ich mir meistens selbst. Und wenn Druck ist, wird es meistens. Ist kein guter Wegbegleiter. Ja, es ist immer auch ganz cool bei der Bemusterung. Da sagen die Männer, jetzt haben wir es ja jetzt endlich. Nein, wir haben es noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben angefangen. Wir sind noch nicht fertig. Und sehr häufig dann so im Laufe des Prozesses sagen sie dann auch so, ja stimmt, das war wirklich wichtig. Aber es dauert einmal einen Moment. Aber das ist normal. Alles gut. Das ist ja, ne, also das darf ja sein. Wie gesagt, man shoppt ja Küche nicht jeden Tag. Jeden Tag oder alle zwei Jahre, sondern das ist ja wirklich ein Prozess, der bei dem einen einmal im Leben, bei anderen 2 bis 3 Mal im Leben stattfindet, aber mehr dann halt definitiv auch nicht. Ja. Fassen wir nochmal zusammen. Wir? Oder was du? Für die, das machen wir gemeinsam, also du und ich, was für die Bemusterung wichtig ist. Mhm. Also zum einen hat man gesagt, die Räumlichkeiten vom Grundriss. Die sind total wichtig. Von der Ausrichtung, dann die Lichtverhältnisse, Tageslicht, Kunstlicht. Mhm. Daraus ergeben sich ja die Lichtkegel, wie das Licht wie auf die Front fällt. Ja. Dann, und entschuldige, wenn ich jetzt die ganz kurz ins Wort fallen muss. Je nachdem, ne, also das haben wir auch schon erleben dürfen bei Kunden vor Ort, wo wir gesagt haben, das ist die Front und dann ist die Front gekippt. Weil, also ne, die Front mit natürlich, dass die halt dann auch vor Ort zu Hause ist und nicht nur eine Stunde, sondern halt wirklich, dass die Front über mehrere Tage zu Hause ist, um halt wirklich mehrere klimatische Bedingungen halt zu sehen, wie ist es an dem trüben Tag, wie ist es an dem sonnigen Tag, wie ist es abends, wie ist es mittags, weil in unserer Welt die Sonne wandert, die steht dann nie immer starr und scheint da zum Fenster rein. Und das andere ist natürlich Wandbeschaffenheit, Bodenbeschaffenheit und dann das Gefühl, das Bauchgefühl. Ja, das ist und dann ganz, das Konzept. Ganz wichtig. Und das Gesamtkonzept. Das Gesamtkonzept für den Raum oder für die Räume, die da halt zusammengehören. Genau. Gehe ich d'accord. Sehr gut. Dann findet ihr weitere inspirierende und wichtige Videos für eure Küchenplanung über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert und Katrin.